Früher ging es bei mir in erster Linie nur ums Geld verdienen gegangen. Heute lebe ich in einer ganz anderen Welt. Ich kann mich einbringen, ich kann anderen Mitmenschen helfen. Auf ihrem Weg. Und das erfüllt mich sehr. Renato Simonelli hat sein Leben als Schweizer Geschäftsmann aufgegeben, um hier im kolumbianischen Dschungel mit psychedelischen Substanzen zu arbeiten. Warum entscheidet sich ein ehemals millionenschwerer Unternehmer für ein Leben als Schamane? Davon handelt dieser Film. Im Süden Kolumbiens, nahe der Grenze zu Ecuador, besuche ich Renato Simonelli. Dieser Ort, der Himmel auf Erden. Ich werde hier jedoch phasenweise durch die Hölle gehen. Menschen kommen hierher, um wieder mehr in Verbindung mit sich selber zu treten. Simonelli unterstützt sie bei diesem Prozess, wie diesen jungen Mann, mit Klangstäben und bewusstseinserweiternden Substanzen. Ganz flach hinlegen. Auf die Wirbelsäule. Auch Simonelli kam mit dieser Hoffnung nach Kolumbien. Er führte ein Leben auf der Überholspur, konsumierte ständig Kokain und Ecstasy. Finanziell ist mir sehr gut gegangen. Ich hatte ein sehr gut laufendes Geschäft. Ich musste fast nicht mehr arbeiten. Das Geld ist wirklich sehr, sehr ring reingekommen. Entsprechend war mir auch sehr langweilig. Dumme Sachen gemacht, unnötig Drogen konsumiert. Und bin ganz langsam, unbewusst, so reingeschlittelt, wo man eigentlich nicht reinschlitteln sollte. Ich bin einfach leer, auf Deutsch gesagt. Mir ist einfach bewusst worden, dass wenn ich so weitermache, dass ich über kurz oder lang tot bin, auf Deutsch gesagt. Ja. Auf Anraten zweier Freunde reiste er nach Kolumbien zu einem Schamanen und nahm das erste Mal in seinem Leben Ayahuasca. Eines der stärksten schamanischen Mittel, ein hochhalluzinogener Trank. Sobald ich mit der Medizin in Berührung kam, bin, habe ich gewusst, oh, lecker, Renato, bist du leer. Aber es ist unglaublich schnell gegangen, bis ich auch wieder einen Sinn im Leben gesehen habe. Es ist wirklich augenblicklich gegangen. Im Prinzip kann ich sagen, nach einer Nacht habe ich, am nächsten Tag bin ich aufgestanden und gesagt, wow, ist das Leben schön. So hätte ich es in Zukunft haben. Und bitte nicht mehr auf die schiefe Bank kommen. Das ist jetzt 6 Jahre her. Er zog nach Kolumbien. Heute empfängt er Menschen, die mit verschiedenen rauschartigen Ritualen ihren Körper und Geist reinigen wollen. In dieser Woche sind nur Kolumbianer zu Gast. Simonelli sagt, er sei der einzige Ausländer, der in Kolumbien das Schamanenzertifikat besitzt. Hier hat aber ein anderer das Sagen. Don Gerardo. Der Kolumbianer hat das schamanische Wissen von seinen Ahnen überliefert bekommen. Dieses gibt er nun an den Schweizer weiter. Er sagt, Simonelli verfüge über eine außergewöhnliche Intuition. Mit dem Papier? Jetzt noch das andere anzünden. Zünde es an. Die letzten 18 Jahre hat er niemand ausgebildet. Ja, und jetzt bin ich auf dem Weg und es ist wunderschön. Es ist ein sehr langer Weg, weil ich habe erst angefangen, oder? Und das kann ein Leben lang gehen, zum Lernen. Aber ich bin bereit und Zeit habe ich ja. Schön da, also präsent habe ich keine. Simonelli Schulzimmer ist dieser Garten mit knapp 100 Heilpflanzen.
Die wichtigste Pflanze hier, die Liane. Aus ihr wird Ayahuasca hergestellt. Die Schamanen sagen, man könne damit eine geistige Wiedergeburt erleben. Immer wieder liest man aber auch von Horrortrips. In der Schweiz ist Ayahuasca eine illegale Droge. In Kolumbien ist sie erlaubt. Diese Liane hat das Muster einer Sonne. In Kolumbien hat der Trank eine lange Geschichte. Er gilt als Medizin. Aber kann Simonelli, der nicht in dieser Kultur aufgewachsen ist, überhaupt jemals ernsthaft als Schamane agieren? Jeder von uns hat riesige Kräfte in sich. Um Schamane zu werden, muss man diese kanalisieren, ein besserer Mensch werden. Zum Beispiel keine Drogen mehr nehmen, die Unordnung zurücklassen. Dann ist man in der Lage, anderen Menschen, die unsere Hilfe brauchen, etwas zu geben. Die Pflanzen hier werden für verschiedenste Rituale verwendet. Unter anderem wird den Teilnehmern reiner Tabak direkt auf die Schleimhäute gepustet. Auch dieser Arzt aus La Plata unterzieht sich dem Prozedere. Das ist gegen Rhinositis, Sinusitis. Dort reinigt den ganzen Organismus und nährt Körper und Spirit. So richtig gesund schaut das für mich nicht aus. Simonelli konsumiert bei den Ritualen meist gleich mit. Ich werde den Gedanken nicht los, dass seine frühere Drogensucht hier einfach in einem neuen Kleid daherkommt. Aber es ist ein schmaler Grat zwischen Heilmittel und Droge. Ich kann nicht. Später sagt er mir, von außen betrachtet sehe es vielleicht so aus, wie wenn jemand Drogen nehme. Aber es gebe einen entscheidenden Unterschied. Keine Suchtgefahr. Also du kannst es heute machen oder morgen machen, nur für zwei Wochen sauber. Also du hast es im Griff? Ja, absolut. Ja. Sein früheres Luxusleben mit einer schicken Loft am Zürichsee hat er aufgegeben. Er verdiente einst Millionen mit dem Import von Buffalo-Shoes und er holte das Fitnessgerät Powerplate in die Schweiz. Seine Geschäfte gingen aber alle bach ab. Er ließ seine Steuerschulden in der Schweiz zurück und meldete Privatinsolvenz an. Ich glaube, ich bin noch nie luxuriöser unterwegs wie jetzt. Ich bin Selbstversorger, kann kochen, mache meine Wäsche selber, habe den Plausch. Ich selber fühle mich wertig. Das ist ein Guanabana. Studien belegen, dass Guanabana 1000-mal intensiver ist als eine Chemotherapie. Einfach mit einem kleinen Haken, es hat keinen Nebeneffekt. Es ist gesund. Und billig. Und etwas, was billig ist und gesund, das wird nicht empfohlen für unsere lieben Pharma-Leute. Mit der Schulmedizin hat er abgeschlossen. Ich habe in der Familie, meine Mutter und mein Vater sind gestorben schon.
Und beide mit einem Riesenhaufen Medikamente neben sich im Sterbebett. Und das ist, leider ist das letzte Bild, das ich von Mama und von Papa hatte, dass sie einfach bergeweise von diesen hohen Scheisspillen neben sich liegen kann. Auf Deutsch gesagt, die Pharmaindustrie hat gewonnen. Das macht mich extrem hässlich. Ja. Also, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Sehr, sehr traurig auch über die Entwicklung. Inzwischen hat er selber eine Familie. Er ist vor 2 Monaten zum ersten Mal Vater geworden. Mit 50. Für ihn genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin selber, habe mich noch nicht gefunden. Sehr unordentlich gewesen, chaotisch. Und du musst zuerst mit dir im Reinen sein, bevor du diesen Schritt wagen kannst. Und Gott sei Dank habe ich vorher kein Kind gezeugt, irgendwo auf dieser Welt. Ja. Seine kolumbianische Ehefrau Sabina hat er vor 6 Jahren in einem Ayahuasca-Camp kennengelernt. Wir teilen die gleiche Sicht aufs Leben. Wir sind ganz eng miteinander verbunden. Auch während der Schwangerschaft und auch während der Geburt. Wir haben so viele schöne Momente zusammen erlebt. Ich spüre einfach, er ist der Mann meines Lebens. Zentraler Punkt ihrer Beziehung: Ayahuasca. Sie konsumieren diese hochhalluzinogene Substanz mehrmals pro Monat. Auch in der Schwangerschaft verzichtete seine Frau nicht darauf. Sabine hat bis im 9. Monat hat sie Ayahuasca getrunken. Klar nicht mehr so viel. Oder? Also, sie hat, jeden Monat haben wir einmal getrunken. Sie hat einfach die Dosis verringert, aber bis zum letzten Tag eigentlich hat sie Medizin getrunken. Man sagt auch, Ayahuasca-Kinder sind sehr aufgeweckte Kinder. Mich verwundern diese Aussagen. Aber für die beiden ist Ayahuasca keine Droge, sondern eine Medizin. Und die Zubereitung dieser Substanz empfinden sie als heiligen Prozess. Neben der Liane sind auch die Blätter der DMT-haltigen Pflanze Chacruna die Bestandteile des Tranks. Ayahuasca heißt übersetzt alte Erinnerungen. Der Effekt dieser Liane ist wie eine Medizin, ein Abführmittel, das den Menschen wie ein Fluss durchströmt, reinigt, körperlich und spirituell. Die Liane muss mühsam aufgeschlagen werden, dass sie beim späteren Aufkochen ihr Harz abgibt und so die Wirkung entfalten kann. Körperliche Betätigung ist Simonelli gewohnt. Der Arosa lernte Bauspengler und war Profisportler. In der Jugend bin ich Buckelpiste gefahren, Skinationalmannschaft, Skiakrobatik. Und bin da zweimal Gesamteuropacup Zweiter geworden. Und dann 1989, im Dezember, bin ich Weltcup. In La Plagne in Frankreich hat mir mein Knie verrissen. Und das war's. Ja. Ich bin dann aber schon mit den Krücken als Kaffeevertreter durch den Kanton Graubünden gereist. Und habe Restaurant, Bäckerei und Hotel besucht und Kaffee verkauft. Alles, was mir in die Hände kam, habe ich zu Geld gemacht. Diese Strategie hat er nach Kolumbien mitgenommen. Ich habe mit meiner Frau zusammen eine Franchise-Kette aufgebaut für Bäckereien mit einem Schweizer Produkt in Kolumbien.
von dem her abgesichert sind wir. Leben können wir noch nicht von dem hier. Hoffen eines Tages schon. Eine Woche im Retreat kostet die Gäste 1200 Franken. Darin inklusive sind mehrere Ayahuasca-Zeremonien. Ein Geschäft mit Potenzial, denn der Sud aus dieser Wurzel erfährt zurzeit weltweit einen Hype. Auch diese Frau schwört darauf. Sie erzählt mir von der wundersamen Wandlung, die sie dank Ayahuasca gemacht habe. Ich war noch jung, noch im Gymnasium. Mein Körper war für mich absolut das Wichtigste. Schöne Haare und ich hatte Silikonbrüste. Es war eine total andere Welt. Dann habe ich Ayahuasca genommen, um 8 Uhr morgens. Abends um 6 habe ich mich auf dem Boden wiedergefunden. Ich weinte. Ab diesem Zeitpunkt war ich eine völlig andere Person. Ich möchte verstehen, was es wirklich auf sich hat mit dieser Substanz, die das Leben von dieser Frau und auch das von Simonelli total verändert hat. Ich bin skeptisch. Mein Leben lang habe ich die Finger von Drogen gelassen. Soll ich nun tatsächlich eine der stärksten Halluzinogene zu mir nehmen? Wie jeden Abend beginnt um 10 die Zeremonie. Permiso. Bienvenidos. La ceremonia de ayahuasca. Der dickflüssige Saft riecht, als sei etwas darin gestorben, sagt man. Eine halbe Stunde nach der Einnahme muss man erbrechen, dann beginnt der Trip. Was mich erstaunt, hier konsumieren nicht nur Erwachsene, auch Kinder. Ist das nicht verantwortungslos? Wir zwingen kein einziges Kind zum Ayahuasca zu trinken. Die Entscheidung ist immer frei. Aber immer mehr Kinder kommen von sich aus und sagen, ich will trinken. Aber können Kinder überhaupt schon abschätzen, Gefahr oder ob sie bereit sind? Die Kinder spüren das. Die Kinder können sich viel mehr verbinden mit der Medizin. Und können das einschätzen. Und zudem, wir geben nicht riesige Mengen, sondern ganz kleine Dosen. Was macht das Kind? Das Kind trinkt, will trinken, legt sich her, schlaft und hat wunderschöne Träume. Nach langem Überlegen entscheide ich mich, es zu probieren. Ich will nachvollziehen, was es mit einem wirklich macht. Es schmeckt nach erbrochenem und abgelaufener Milch. Während des Trips ist äußerlich wenig zu sehen. Ich rase mit hohem Tempo durch Orte, die ich noch nie sah. Ich segle durch wunderschöne farbige Welten und werde in tiefdüstere Täler geschleudert. Dennoch weiß ich zu jedem Zeitpunkt, wer ich bin und fühle mich tief verbunden mit den Menschen, die ich liebe. Es ist dröhnend laut und grell. Phasenweise befinde ich mich in 3 Welten parallel oder schwebe 4 Meter über mir. Ich habe Angst, dass ich da nie wieder rauskomme. Es sind die faszinierendsten, aber zugleich die schrecklichsten 4 Stunden meines Lebens. Ich bin froh, dass Simonelli nie von meiner Seite weicht. Am nächsten Morgen fühle ich mich gereinigt. Obwohl ich nicht geschlafen habe, bin ich topfit. Keine Spur von einem Kater. Hat dieser Trank mein Leben verändert? Ich weiß es nicht. Aber ich bin ganz bei mir und fühle mich sehr, sehr glücklich. Vielleicht, weil ich überlebt habe. Auch Renato Simonelli ist schon wieder auf den Beinen. Er schläft hier kaum. Schon immer war sein Motto: mit Vollgas durchs Leben.
kontrolliert Vollgas mittlerweile. Ich weiß, was ich mache und weiß auch, wo die Grenzen sind. Heute ist ein besonderer Tag, vor allem auch für seine 2 Monate alte Tochter. Der Nile wird jetzt aufgenommen quasi. In die Welt von der Medizin ancestral. Das ist unser jüngste Ayahuasca-Mitglied. Um was es geht im Leben, ist echtes Interesse, Hingabe und Toleranz. Dazu verpflichten wir uns heute. Das sind die Gebote, die ich von Gott empfangen habe. Geplant war eigentlich, dass Nila einen Tropfen Ayahuasca auf die Zunge bekommt. Aber als die Mutter Sabina das letzte Mal Ayahuasca nahm, sei ihr Tochter Nila erschienen. Sie habe ihr gesagt, es sei noch zu früh. Das respektieren sie. Meine Lektion ist, alles ist ein Prozess, wie ein stetiges Polieren eines Diamanten. Ja, ich habe im Leben gelernt, dass es nie zu spät ist, sich noch mal eine Chance zu geben und noch mal neu geboren werden. Renato Simonelli. Einst kam er von Arosa nach Zürich, um Millionen zu verdienen. Dann nach Kolumbien, um sich neu zu erfinden. Auf dem Weg zu sich selbst ist er noch immer.